Wir fahren nun in dem Ablaufplan fort und ich rufe Top 4, die zweite Lesung des Dringlichen Gesetzentwurfs Fraktion der Freien Demokraten, Drucksache 20-9607 zu Drucksache 20-8830. Berichterstatter ist in Vertretung des Abgeordneten Pürsün von der FDP Dr. Bürger mit Änderungsantrag Fraktion der FDP Drucksache 20-9669 mit Top 5. Zweite Lesung des Gesetzentwurfs Fraktion der CDU, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Drucksache 20-9608 zu Drucksache 20-9138. Berichterstatter ist auch Herr Pürsün. In Vertretung übernimmt es Herr Dr. Bürger. Und mit dem Änderungsantrag Fraktion der Freien Demokraten, Drucksache 20-9668, mit Änderungsantrag Fraktion der CDU, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Drucksache 20-9673. Und zur Berichterstattung in Vertretung bitte ich nun Herrn Dr. Bürger, die Berichterstattung vorzunehmen. Dr. Büger vorzunehmen, ja. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist spät geworden. Ich versuche es entsprechend schnell zum Top 4. Beschlussempfehlung und Bericht des Sozial- und Integrationspolitischen Ausschusses zum Dringlichen Gesetzentwurf der Fraktion der Freien Demokraten, 7. Gesetz zur Änderung des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches, die Vorlage 20-9607. Beschlussempfehlung der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum, den Dringlichen Gesetzentwurf in zweiter Lesung abzulehnen. CDU, Bündnis 90 Die Grünen gegen SPD, AfD und Freie Demokraten, bei Stimmenthaltung DIE LINKE. Und ich fahre fort mit Ihrer Erlaubnis zum Top 5. Drucksache 20-9608, Beschlussempfehlung und Bericht des Sozial- und Integrationspolitischen Ausschusses zum Gesetzentwurf der Fraktion von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, wie dasselbe Gesetz, 7. Gesetz zur Änderung des Hessischen Kinder- und Jugendhilfebuchgesetzes. Beschlussempfehlung der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung anzunehmen. CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegen DIE LINKE bei Stimmenthaltung von SPD, AfD und Freien Demokraten. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Als erste Rednerin bitte ich Frau Gnadl von der SPD ans Rednerpult. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ja, heute stimmen wir über den Gesetzentwurf der FDP und den Gesetzentwurf der schwarz-grünen Regierungsfraktionen heute ab und darüber, ob es einen Landeselternbeirat in Hessen geben wird. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben schon seit Jahren diesen Kita-Landeselternbeirat gefordert. Wir haben selbst Gesetzentwürfe. Wir haben selbst Gesetzentwürfe dazu vorgelegt, zusammen mit den Freien Demokraten. Und man kann nur einfach sagen, Ihr Gesetzentwurf von Schwarz-Grün kommt 5 Jahre zu spät. Und er ist auch in der Anhörung glatt durchgefallen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Kritik hagelte am schwarz-grünen Gesetzentwurf. Und so wie wir das heute feststellen können, haben Sie auch die Anregungen aus der Anhörung nicht aufgegriffen, um Ihren Gesetzentwurf entsprechend nachzubessern. Wir hätten einen Kita-Landeselternbeirat 5 Jahre früher, und wir hätten ihn vor allen Dingen besser haben können. Deswegen, das einzig Gute am heutigen Tag ist, wir gehen einen ersten Schritt hin zu einem Kita-Landeselternbeirat. Offen bleibt die konkrete Ausgestaltung durch die Richtlinie, wie es umgesetzt werden soll und vor allen Dingen, ob Sie es am Ende mit Ihrem Wahlverfahren schaffen werden, tatsächlich den Kita-Landeselternbeirat im nächsten Jahr vor der Landtagswahl zu etablieren. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich kann Ihnen heute schon versprechen, die Änderung dieses Gesetzentwurfs ist nach der nächsten Landtagswahl dringend notwendig. Und ich bin überzeugt, dass wir
dass wir das mit anderen Mehrheiten hier im Landtag hinbekommen werden. Völlig unverständlich ist und bleibt, warum Sie die Vorschläge der Kita-Eltern Hessen nicht berücksichtigt haben in Ihrem Entwurf. Die haben jahrelang ehrenamtlich daran gearbeitet, Vorschläge gemacht, und Sie haben sie schlicht und ergreifend ignoriert und nicht in Ihrem schwarz-grünen Gesetzentwurf aufgegriffen. Das ist völlig unverständlich. Und vor allen Dingen haben sich die Eltern in ihrem ehrenamtlichen Engagement in den letzten Jahren auf die Wege gemacht, Strukturen tatsächlich in den Städten und in den Kreisen auf den Weg zu bringen. Und wenn man jetzt Ihren Gesetzentwurf sieht, dann bleibt das einfach völlig unberücksichtigt, was da an Aufbauarbeit in den letzten Jahren geleistet wurde. Und das ist völlig unverständlich, zumal Sie das ja noch vor 5 Jahren zu einer Bedingung eines Landeselternbeirates gemacht haben, dass diese Strukturen aufgebaut werden. Und jetzt ignorieren Sie die einfach und schreiben in Ihren Gesetzentwurf eine Kannregelung rein. Deswegen bin ich froh, dass heute auch noch ein Änderungsantrag vorliegt. Sie haben die Möglichkeit, tatsächlich diesen Punkt noch zu ändern an Ihrem eigenen Gesetzentwurf. Aber ganz ehrlich, ich glaube nicht wirklich daran, dass dem heute so sein wird. Viel Druck war in den letzten Jahren seitens der Oppositionsfraktionen und seitens der Eltern notwendig, dass es überhaupt heute zu einem solchen Gesetzentwurf im Hessischen Landtag gekommen ist. Dieser Gesetzentwurf ist und bleibt ein Zwischenstand. Wir brauchen auf Landesebene und auch auf Kreisebene eine starke Stimme von Eltern, damit Sie auf die Fehlentwicklungen, auch auf die politischen Fehlentwicklungen gerade dieser Landesregierung aufmerksam machen können, dass Sie Gehör finden. Und das hat ja nicht zuletzt auch die Corona-Pandemie gezeigt, in denen die Interessen der Eltern, der Familien und insbesondere der Kinder einfach völlig unter den Tisch gefallen sind. Und das zeigt einmal mehr, wie notwendig auch diese starke Stimme hier in Hessen ist. Und nicht nur die Corona-Pandemie hat das gezeigt, sondern auch Ihr Gesetzentwurf, den wir heute vorliegen haben, selbst. Denn es geht nicht nur um die Einrichtung eines Elternbeirates für die Kitas und die Kindertagespflege. Es geht eben auch um die Verlängerung der Übergangsfrist um 2 Jahre für die Umsetzung der Qualitätsstandards, also der personellen Mindeststandards in den Kitas. Und ja, aufgrund der dünnen Personaldecke, die wir heute haben, muss man diesen Weg gehen, noch einmal 2 Jahre lang eine Übergangsfrist zu schaffen. Ganz ohne Frage. Aber was Sie sich schon auch vorwerfen lassen müssen, Minister Klose, ist, dass Sie einfach die letzten 10 Jahre verpennt haben und in diesem Bereich Schwarz-Grün eben in den letzten Jahren einfach versäumt hat, wirklich effektive Maßnahmen zu ergreifen, zu handeln, dass es eben nicht zu einer Situation kommt, wie wir sie heute vorfinden. Der Fachkräftemangel ist eines der größten Probleme im Bereich der frühkindlichen Bildung. Schon heute gibt es zu wenig Plätze. Es gibt Eltern, die ihren Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz gar nicht wahrnehmen können, weil es den vor Ort nicht gibt. Und es gibt jetzt schon geringere Öffnungszeiten an vielen Orten in Hessen, egal ob im ländlichen oder im städtischen Raum. Und es gibt bereits heute Schließungen von Gruppen aufgrund der dünnen Personaldecke. Das ist doch die Realität in den hessischen Kitas. Und Sozialminister Klose, Sie haben vorhin in der Haushaltsdebatte gesagt, wir wären nicht unterwegs in den Städten und Gemeinden und nicht unterwegs in den Kitas. Also, wenn ich mir meinen Terminkalender alleine der letzten Woche anschaue, da war ich in 2 Kitas zu Besuch und in einer Fachschule für Sozialpädagogik und in mehreren Gesprächen mit den kommunalen Hauptamtlichen im Wetteraukreis.
Und da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, also es ist kaum nachzuvollziehen, wirklich hier zu sagen, die Opposition hätte nicht irgendwie das Ohr dort, wo die Menschen tatsächlich wohnen, wo sie leben und wo die Kinder in die Kindertagesstätten gehen. Ich finde, das ist wirklich eigentlich ungeheuerlich. Und ich meine, ich habe da jetzt noch nicht die Kita-Besuche mitgezählt, wenn ich morgens mein Kind in die Kita bringe und nachmittags wieder abhole. Diese Besuche der Kitas habe ich da nicht mit eingerechnet. Und deswegen machen Sie sich mal ein Bild von der Lage wirklich vor Ort in den hessischen Kitas, in den Gemeinden und hören Sie sich an, wo da der Schuh drückt. Jahrelang wurde versäumt und die Studien haben ja schon vor 10 Jahren gezeigt, dass wir auf einen eklatanten Fachkräftemangel zusteuern. Es wurde eben nichts getan. Und wenn Herr Martin vorhin in der Haushaltsdebatte gesagt hat, es wäre so viel Geld wie nie, es wären so viele Ausbildungsplätze wie nie, ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, es sind auch so viele Kinder wie noch nie in den hessischen Kitas. Und das kostet auch entsprechend Geld. Also, Sie müssen doch mal Ihre Zahlen auch in die richtige Bezugsgröße setzen. Das müssen Sie doch mal in Relation auch zu der Lücke, die wir heute haben, und zu der Lücke, auf die wir morgen zusteuern, ins Verhältnis setzen. Und dann werden Sie sehen, dass es schlicht und ergreifend nicht ausreicht, was Sie tun und was Sie eben mit dem Haushalt des Einzelplan 08 verabschiedet haben. Jahrelang haben Sie es versäumt, effektive Maßnahmen zu ergreifen, und Sie retten sich jetzt mit dieser Verlängerung bis zur Landtagswahl, wohl wissend, dass Sie die Situation in 2 Jahren mit den Maßnahmen, die Sie ergreifen, nicht verbessern werden. Deswegen ein Fazit am heutigen Tag zu dem Gesetzentwurf. Es ist und bleibt ein Zwischenschritt, kein Endprodukt. Änderungen sind dringend notwendig an diesem Gesetzentwurf, und diese Änderungen werden mit dem Regierungswechsel 2023 auch endlich machbar sein. Vielen Dank. Für die FDP-Fraktion erteile ich nun dem Fraktionsvorsitzenden René Rock das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Oft im Landtag diskutieren wir gerade auch von den Grünen initiiert das ganze Thema Gleichstellung, Mitbestimmung, Beteiligung, Teilhabe, Antidiskriminierung, all die Themen, die haben Sie gerne hier auch zur Debatte gestellt, und das zu Recht. Wenn es aber darum geht, dass Mütter und Väter die Interessen ihrer Kinder hier bei uns in Wiesbaden auf Landesebene vertreten sollen, da sind Sie sehr langsam und sehr vorsichtig. Da haben Sie Bedenken, und da müssen wir jahrelang darum kämpfen, dass wir jetzt am Ende hier, ja, was soll man sagen, ja, einen Mini-Gesetzentwurf vorfinden von der Koalition. Und das ist schon traurig, nach so langer Diskussion, nach über 5 Jahren Auseinandersetzung, wo Sie erst sagen, das ist zu früh, das ist zu spät, das ist zu viel, das ist zu wenig. Wir brauchen Zeit, wir werden beraten, wir werden vorbereiten, das Ministerium wird liefern. Das haben wir jetzt 5 Jahre lang gehört. Wir haben gemeinsam versucht, einen gemeinsamen Gesetzentwurf mit der Koalition auf den Weg zu bringen. Dann hat es gedauert und gedauert. Dann hieß es vor der Sommerpause, welches Jahr vor der Sommerpause, kommt noch was, kommt nichts. Und dann haben wir uns entschieden, einen Gesetzentwurf dringlich einzubringen zu dem Thema Landeskita-Vertretung. Und dann kam endlich auch das Gesetzentwürfchen der Koalition. Und sehr geehrte Damen und Herren, wenn man so mit den Interessen der Eltern in unserem Land umgeht, dann spricht das auch tatsächlich, was Sie für eine Wertschätzung tatsächlich gegenüber den Eltern entgegenbringen.
Und ich muss wirklich sagen, wie Sie mit der Größe dieses Problems umgehen und mit welcher Ignoranz Sie darüber hinweggehen, das ist schon unglaublich. Wenn Sie mit diesem Gesetzentwurf gleichzeitig erklären, dass, obwohl die Kommunen das machen möchten, obwohl wir eigentlich eine gesetzliche Verpflichtung haben, die Sie selbst ins Gesetz geschrieben haben, Sie jetzt wieder 2 Jahre lang die Qualitätsstandards aussetzen müssen, weil den Kommunen nicht die Möglichkeit gegeben ist, ausreichend Fachkräfte in ihren Einrichtungen zu beschäftigen, um die Qualitätsstandards sicherzustellen, können Sie doch nicht sagen, dass in diesem Land beim Thema Kinderbetreuung alles in Ordnung ist, sehr geehrte Damen und Herren. Sie müssen doch anerkennen, dass Sie nicht in der Lage sind, ausreichend Fachpersonal für die Betreuung unserer Kinder zur Verfügung zu stellen. Sie schaffen das nicht. Und dann können Sie noch nicht sagen, alles wäre in Ordnung. Und wenn Sie mal nur, Sie müssen ja die Zahlen kennen, die Dimension sehen. Nächstes Jahr werden uns in Hessen 37.000 Betreuungsplätze fehlen. 37.000 Betreuungsplätze. Fast 11.000 Fachkräfte werden uns fehlen. Und wenn ich dann sehe, was Sie hier in diesem Haushalt zu diesem Thema liefern, dann ist doch klar, dass wenn Sie noch in 2 Jahren regieren würden, wir in 2 Jahren wieder hier stehen und eine Verlängerung der Qualitätsstandards von Ihnen beantragt wird. So wird es doch kommen. Und das ist so traurig, weil es geht um die Zukunftschancen unserer Kinder. Es geht um Gerechtigkeit, um Bildungsgerechtigkeit. Es geht um Integration. Es geht um ein Leben der Jüngsten in unserem Land, die uns und deren Verantwortung wir für diese Kinder haben, doch fordern muss, dass wir alles, was wir einsetzen können, hier investieren. Und was ich hier erlebe bei Ihnen, ist schon wirklich traurig, und es wird hoffentlich auch von den Eltern wahrgenommen, weil diese Regierung hat nicht die Kinder im Fokus. Diese Regierung hat nicht das Wohl der Kinder im Fokus, weil man es jederzeit ablesen kann in der Art und Weise, wie sie mit den Eltern, wie sie mit den Eltern unserer Kinder umgehen, sehr geehrte Damen und Herren. Und die Kollegin Gnadl hat ja schon auf die Anhörung hingewiesen. Wir haben Ihnen die Chance gegeben heute, indem Sie unserem Änderungsantrag zu Ihrem Gesetzentwurf zustimmen, dem Abhilfe zu schaffen, was ganz klar in der Anhörung deutlich geworden ist. Die Elternvertreter haben in dieser Anhörung ganz klar gesagt, dass mit einer Kann-Regelung, also dass die Kommunen entscheiden können, ob sie denn eine Elternvertretung einrichten, die Landkreise, die Jugendhilfeträger entscheiden können, ob sie eine Vertretung einrichten, dass das viel zu kurz springt, dass der Unterbau fehlt, dass die Kommunikation und die Strukturen fehlen, um überhaupt ein vernünftiges Wahlverfahren für einen Landeselternbeirat möglich zu machen. Das ist Ihnen doch ganz deutlich gesagt worden. Und wenn Sie erlebt haben, und lieber Kollege von den Grünen, Sie haben doch die kommunalen Spitzenverbände hier erlebt, und Sie können doch nicht sagen, dass Sie sich freuen, dass die Kann-Regelung jetzt überall in Hessen mit großer Energie ausgefüllt werden wird, sondern Sie haben doch erlebt, dass die kommunalen Spitzenverbände sehr verhalten waren bei der Frage, ob man solche Elternvertretungen eben auf Kreis- und Stadtebene einrichten. Und darum muss es zwingend und soll haben. Das haben die Eltern in unserem Land verdient. Die Kinder und die Eltern haben eine Stimme verdient, um die Interessen ihrer Kinder auch vertreten zu können, sehr geehrte Damen und Herren. Und es ist in der Anhörung auch deutlich geworden, dass wir noch 2 dringende Veränderungen vornehmen müssen. Die erste ist, wir haben einen gesetzlichen Anspruch, den die Eltern haben. Und wir kennen das ja aus anderen Bereichen, wie in dem Kultusbereich, in dem man einfach nicht genau guckt, wie der erfüllt wird. Wenn man sich nicht so kümmert, dann hat man auch keine Aufgabe, die man findet. Und darum ist es wichtig, dass der Elternbeirat auch feststellt, wie groß die Lücke ist zwischen dem gesetzlichen Anspruch und der Erfüllung des gesetzlichen Anspruchs, sodass die Politik auch einen klaren Handlungsrahmen hat. Und das wollen wir auch als Aufgabe den Landeselternbeirat zuweisen. Das ist eine wichtige Aufgabe, die von den Eltern mithilfe des Ministeriums dann umgesetzt werden soll, sehr geehrte Damen und Herren. Und die zweite Forderung, die fand ich auch sehr wichtig, ich glaube, das ist auch vielen eingängig gewesen, wenn man Kinder in der Kinderbetreuung hat,
dann ist das ein signifikanter Hinweis, dass man entweder alleinerziehend ist oder vielleicht oder beide berufstätig sind, beide Elternteile. Das bedeutet, wenn ich partizipieren will, wenn ich die Möglichkeit haben will, dass alle, die das möchten, auch am Ende eine Elternvertretung auch ausfüllen können, dann muss es natürlich auch eine Freistellung geben. Sonst können die das nämlich gar nicht machen, weil sie sonst auch ihre Kinder aufpassen müssen. Und von daher ist es auch klar, dass aus unserer Sicht das auch in den Gesetzentwurf zusätzlich aufgenommen werden muss. Das ist eine gute Anregung aus der Anhörung gewesen, sehr geehrte Damen und Herren. Auch dazu haben Sie heute die Möglichkeit. Sehr enttäuschend fand ich, was Sie jetzt für Lehren aus der Anhörung gezogen haben. Das muss ich ja sagen, das hätte ich mir nicht träumen lassen. Also, dass jetzt eine Landeselternvertretung sich eine Geschäftsordnung gibt, ist doch ganz normal. Aber dass Sie jetzt, weil Sie misstrauisch sind, was in dieser Geschäftsordnung stehen könnte, jetzt auch noch wollen, dass diese Geschäftsordnung erst noch vom Ministerium genehmigt wird, das zeigt ja, was Sie für ein Verständnis von Elternarbeit haben. Sie trauen den Eltern ja nicht mal zu, dass Sie sich selbst eine Geschäftsordnung geben, um ihre Arbeit selbst zu organisieren. Das ist Ihr Vertrauen, das Sie in die hessischen Eltern haben, sehr geehrte Damen und Herren. Und das entlarvt die ganz deutlich. Und dass Sie dann auch noch sozusagen den Arbeitsbereich der Elternvertretung auch noch einschränken wollen, dass Sie auch noch sagen, wenn mal eine einzelne Einrichtung oder mal ein einzelner Träger Thema sein könnte, dass Sie das dann auch noch ausschließen wollen, auch das zeigt, Sie haben eigentlich gar keine Lust auf diese Elternvertretung. Sie machen das jetzt nur, weil nächsten Oktober eine Landtagswahl ist, weil Sie 5 Jahre lang versucht haben, das zu verzögern, weil Sie vielleicht gehofft haben, dass es die anderen nicht merken, und nur weil der Druck aus der Opposition kam, der Sie gestellt hat mit Gesetzentwürfen von SPD und FDP, haben Sie sich jetzt entschlossen, die kleinstmögliche Form der Elternvertretung in Hessen möglich zu machen. Und das Schlimmste daran ist es noch, dass der Minister bei der Debatte beim letzten Mal gesagt hat, im ersten Quartal wird diese Elternvertretung ihre Arbeit aufnehmen können. Am Dienstag hat er bei der mündlichen Frage schon gesagt, im ersten halben Jahr wird das möglich sein. Wir wurden auf 3 schon 6 Monate. Wahrscheinlich, wenn ich das nächste Mal frage, sind es dann 9 Monate. Und kurz vor der Wahl wird er feststellen, es klappt ja vielleicht doch nicht. Also dieses Vertrauen, dass Sie tatsächlich am Ende eine Elternvertretung haben, das sehe ich nur gegeben dadurch, dass die Eltern dann wählen gehen könnten und dass sie deshalb wahrscheinlich tatsächlich vorher eine Elternvertretung einrichten. Sonst würde das hier ja überhaupt gar nicht passieren, weil sie es gar nicht auf dem Radar gehabt hätten, sehr geehrte Damen und Herren. Mir bleibt nur noch zu sagen, dass wir dem Gesetzentwurf zustimmen werden. Und nicht, weil er gut ist und weil er umfassend ist, sondern weil ich deutlich machen möchte, dass die Eltern, die am Ende auf Grundlage dieses Gesetzentwurfs eine Elternvertretung bilden werden, dass diese Eltern unser Vertrauen haben und dass wir diesen Gesetzentwurf, dass ich das diesen Eltern auch verspreche, dass wir diesen Gesetzentwurf, sollten wir Einfluss haben nach der Wahl, dann eben auch besser machen werden und dass wir diesen Gesetzentwurf dann so gestalten werden, dass er tatsächlich eine gute Arbeit der Elternvertretung ermöglicht. Aber wir werden den Gesetzentwurf mittragen, weil wir damit auch das Vertrauen den Eltern gegenüber beweisen wollen. Das ist unsere Haltung dazu. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Für die CDU-Fraktion bitte ich nun Frau Ravensburg ans Rednerpult. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Mit dem heutigen Gesetzentwurf setzen wir unsere Aufbauarbeit für eine Landeselternvertretung nicht nur fort, sondern wir vollenden sie heute. Darüber freue ich mich. Wir haben nämlich mit der Elternarbeit nicht gerade erst begonnen, sondern mit der Servicestelle Kita Eltern Hessen haben wir bereits einen Ansprechpartner auf Landesebene. Wir haben eine mit Landesgeld finanzierte Servicestelle geschaffen. Und wir haben sehr, sehr gut in der Corona-Zeit Kontakt miteinander gehabt, und zwar alle Fraktionen, auch Sie, Herr Rock. Daher kennen Sie das ja sicherlich sehr gut.
Mit nach der Finanzierung dieser Landesservicestelle gehen wir eben jetzt einen weiteren Schritt durch ein schlankes Verfahren, eine demokratisch legitimierte Landeselternvertretung zu schaffen. Und sie wird aus den Kitas heraus und aus der Tagespflege herausgewählt. Denn damit gehen wir auch Neuland ein. Denn bisher ist die Tagespflege überhaupt nicht berücksichtigt. Und wir sind der Meinung, Tagespflege und Kinderbetreuung in den Kitas ist ebenbürtig und verdient deshalb auch eine gute Vertretung der Eltern. Corona, meine Damen und Herren, hat uns deutlich vor Augen geführt, wie groß das Informationsbedürfnis der Eltern ist. Denn durch die Landeselternvertretung sind die Kita-Eltern ein wichtiger Ansprechpartner auch für die Landesregierung. Denn die direkte Kommunikation mit dem Ministerium trägt sehr auch zum gegenseitigen Verständnis bei. Das haben wir auch in der Corona-Zeit erlebt. Der Landesjugendhilfeausschuss ist ein Gremium, wo die Dinge bei der Kinderbetreuung mit den Fachleuten besprochen werden. Und deshalb ist es auch gut, dass die Kita-Eltern dort bereits vertreten sind. Und das verankern wir auch jetzt im Gesetz. Ja, meine Damen und Herren, in der Anhörung zu den beiden Gesetzentwürfen von FDP und unserem gab es ein breites Meinungsspektrum unter den Anzuhörenden. Da wurden teils sehr gegensätzliche Auffassungen deutlich, aber mit guten Argumenten aus der jeweiligen Sicht. Deshalb möchte ich auch hier darauf eingehen und erläutern, wie unsere Entscheidung heute mit unserem Gesetzentwurf zu begründen ist. Da geht es zunächst einmal um die Schaffung von kommunalen Elternvertretungen auf Gemeinde- und Kreisebene. Ich finde es sehr wichtig, dass dabei zu berücksichtigen ist, dass die Kitas sich zunehmend zu ganztägig arbeitenden Bildungseinrichtungen entwickeln. Qualitativ setzt Hessen deshalb mit dem Bildungs- und Erziehungsplan Standards in der frühkindlichen Bildung. Ausdrücklich werden auch die Eltern im Bildungs- und Erziehungsplan als fester Bildungspartner erwähnt und einbezogen. Und deshalb finde ich es auch richtig, sie sollten beteiligt sein. Während die Kommunen betonen, dass es vor Ort aber bereits viele Kommunikationswege mit den Eltern gibt, forderten die Elternvertreter eine Soll- oder sogar, Herr Rock, eine Muss-Vorschrift für die Bildung von Gemeinde- und Kreiselternvertretungen. Wir wollen mit unserer Kann-Regelung den Kommunen die Möglichkeit geben, selbst zu entscheiden, wie sie die Eltern einbeziehen und gleichzeitig einen Weg aufzeigen, wie eine kommunale Elternvertretung gewählt und etabliert werden könnte. Und wir glauben, das ist der richtige Weg. Der zweite Schwerpunkt der Anhörung bezieht sich auf die weitere Aussetzung der Fachkraftmindeststandards bis zum 31.07.2024. Herr Rock, Sie haben es eben angesprochen. Die Aufschiebung der Standards halten wir angesichts der kräftig steigenden Kinderzahlen, und das hat sich jetzt gerade ja besonders erst entwickelt, für unbedingt geboten. Und das sah auch die Mehrzahl der Anzuhörenden so, wenn auch oft zähneknirschend, wie Sie betont haben. Und ich finde, das ist gut zu begründen, denn Erzieherinnen und Erzieher haben in Corona-Zeit Großartiges in den Kindertagesstätten, in der Tagespflege geleistet. Und eigentlich hätten sie wirklich diese Entlastung verdient. Aber wir werden eben diese Aufschiebung machen müssen, denn die Eltern haben natürlich auch ein Recht auf Kinderbetreuung. Und der dritte Schwerpunkt, den ich hier ansprechen möchte, betrifft ein Thema, das im vorliegenden Gesetzentwurf gar nicht geregelt wird, das aber von der Mehrzahl der anzuhörenden Kita-Träger, aber auch den Kommunen immer wieder angesprochen worden ist und ihnen sehr auf den Nägeln brennt. Es geht nämlich um die Forderung von vielen Anzuhörenden um die Erweiterung des Fachkraftkatalogs mit dem Ziel, weitere geeignete Kräfte für die Arbeit in den Kitas zu gewinnen. Gleichzeitig, das muss man immer dabei bedenken, mahnten aber auch die Sprecher des Kita-Personals vor einem drohenden Qualitätsverlust.
Dabei will ich ausdrücklich betonen, dass unsere Kommunen in dieser Zeit unglaubliche Anstrengungen unternehmen, um ausreichend Kita-Plätze zu bauen und hierfür auch Fachpersonal zu gewinnen. Wir unterstützen den Ausbau seit mehreren Jahren, nachdem keine Bundesmittel mehr zur Verfügung standen, mit 170 Millionen € in unserem Landesinvestitionsprogramm. Und wir finanzieren im Doppelhaushalt, wir haben heute schon darüber gesprochen, mit 50 Millionen € weitere 1.400 praxisintegrierte Ausbildungsplätze für die Erweiterung der Kita-Ausbildung. Denn, ich habe es ja schon einmal betont, auch in den Fachschulen haben wir eine Rekordzahl von Auszubildenden, die die Fachschulen besuchen und auch zur Erzieherin ausgebildet werden. Aber ich sage hier auch deutlich, wir sind sehr offen, darüber zu sprechen, wie wir diesen Fachkraftkatalog erweitern können. Denn auch wir sehen die Notwendigkeit zum Handeln. Aber ich finde, wir sollten auch die Träger hören, wie sie sich das vorstellen. Wir sollten mit den Gewerkschaften sprechen. Und eben sollten wir auch die Eltern einbeziehen, ehe wir entscheiden. Das werden wir tun. Und wir setzen hier auf Qualität. Das will ich ausdrücklich betonen. Den Vorschlag aus dem Antrag der FDP, eine Statistik zu erstellen, inwieweit in jeder einzelnen Kita in Hessen der Rechtsanspruch erfüllt ist, das lehnen wir aus gutem Grund ab. Denn ich weiß gar nicht, Sie waren immer die Partei und Fraktion für den Bürokratieabbau. Was Sie da vorschlagen, ist ein reines Bürokratiemonster. Denn Sie müssen sich überlegen, wir haben über 5.000 Kitas. Die wollen Sie jetzt ständig abfragen, weil der Rechtsanspruch der verändert sich jeden Tag, weil Kinder in die Kita kommen, Kinder gehen weg, Gruppen werden gegründet, Kitas werden neu gebaut. Also können Sie überhaupt gar keine Feststellung in diesem Sinne sehen. Und vor allen Dingen, wenn Sie denn diese Statistik hätten, was wollen Sie denn damit anfangen? Haben Sie denn dadurch auch nur einen einzigen zusätzlichen Kita-Platz geschaffen? Ich sage Ihnen, nein, das haben Sie nicht. Wir müssen bauen, wir müssen den Kommunen helfen und sie unterstützen. Und wir müssen genügend Fachkräfte ausbilden. Und damit kann der Rechtsanspruch erfüllt werden. Meine Damen und Herren, mit der Landeselternvertretung wollen wir die Eltern stärker in die Kinderbetreuung einbeziehen. Und deshalb wollen wir auch eine digitale Plattform schaffen. Und ich finde den Vorschlag, auch das aus dem Ministerium, die dort bereits daran arbeiten, sehr gut. Denn darüber können Wahlen abgebildet werden. Aber sie können auch als Informationsplattform genutzt werden und dem Informationsbedürfnis der Eltern auf allen Ebenen kann Rechnung getragen werden, und zwar über sehr einfache Kommunikationswege. Ausdrücklich danken möchte ich deshalb zum Schluss meiner Rede den Kita-Eltern Hessen, auch wenn sie eben unseren Gesetzentwurf sich weitergehend hätten vorstellen können. Aber Sie waren es, die die Landesservicestelle mit Leben erfüllt haben. Sie waren uns in der Corona-Zeit ein wichtiger Ansprechpartner, und das werden Sie auch in der Zukunft sein. Meine Damen und Herren, die Reduzierung der Bürokratie auf ein Mindestmaß, ein schlankes Wahlverfahren, die Vernetzung und Schaffung von Kommunikationswegen für Eltern, vom Ministerium bis in die kleinste Kita und in die Tagespflege. Das sind die Kernpunkte unseres Gesetzentwurfs, für den wir ebenso wie für unsere beiden Änderungsanträge um Zustimmung bitten. Und Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie dokumentieren, Sie wollen eine Landeselternvertretung. Jetzt haben Sie die Chance. Stimmen Sie unserem Gesetzentwurf heute zu. Damit geben wir den Startschuss. Und ich freue mich auf die weitere Umsetzung dieses Verfahrens und auf eine Landeskita-Elternvertretung im kommenden Jahr. Herzlichen Dank.